Eishockey ist eine faszinierende Sportart, oft voller Dramen mit überkochenden Emotionen in den Playoffs. Genau so sah auch das erste Halbfinalspiel zwischen den Mannheimer Adlern und den Grizzly Adams aus Wolfsburg aus, das mit einer Schweigeminute begann für die Opfer der Flugzeugkatastrophe von Frankreich. Ich danke Ihnen. Schweigen muss man nicht, aber es gibt auch nicht viel zu erzählen über das erste Drittel in diesem Spiel. Vor 13.600 Zuschauern, die SAP Arena ausverkauft. Geleitet wurde es von Lars Brüggemann und Stefan Bauer. Ausgeglichen der Spielverlauf mit wenigen Torchancen. In der 11. Minute versuchte es zum Beispiel der Wolfsburger Matt Cidoczycki, scheiterte aber an Dennis Endras im Adlergehäuse. Die Gäste standen ansonsten kompakt, machten die Räume zu und ließen hinten nichts anbrennen. Alles also wie erwartet in den Playoffs, da gibt es keine Geheimnisse mehr. Mannheim machte das Spiel, kam aber selten gefährlich vor den Kasten von Felix Brückmann. Dennis Reul mit diesem Schuss in der 13. Minute. Um nicht falsch verstanden zu werden, es war Tempo und viel Körpereinsatz im Spiel, aber prickelnd, richtig prickelnd, wurde es nur äußerst selten vor den beiden Toren in dieser Anfangsphase. Wir gehen in die letzten Minuten dieses ersten Abschnitts. Die Adler mit Puckbesitz, Christopher Fischer mit dem Schussversuch, der abgeblockt wird. Und dann geht es ganz schnell in die andere Richtung. Marco Rossa wird nicht konsequent genug attackiert und die Scheibe liegt im Netz. 0:1 nach 19 Minuten, die Wolfsburger Falle hatte erstmals zugeschnappt. Genauso haben es die Niedersachsen gegen München im Viertelfinale gemacht. Sie machten wenig für das Spiel, aber sie schlugen zu, wenn sich die Chance bietet. Nach gespielten 20 Minuten Ernüchterung auf Mannheimer Seite, die im zweiten Abschnitt schnell noch viel größer wurde. Es gab viel Arbeit für Mannheims Trainer Jeff Ward. Die Schiedsrichter ließen vieles durchgehen, aber sie taten dies konsequent und auf beiden Seiten. Und das ist allemal besser, als wenn sie sich in den Mittelpunkt stellen würden. So lauwarm das erste Drittel war, so heiß wurde das zweite. Die erste gute Möglichkeit für Mannheim nach 23 Minuten für Andrew Chudry. Am Spielverlauf änderte sich auch in diesem zweiten Drittel kaum etwas. Die Adler hatten mehr Puckbesitz, mehr Schüsse und die Grizzly Adams warteten geduldig auf Mannheimer Fehler. Es sind Kleinigkeiten, die entscheiden. Oft hört man das gerade in den Playoffs. Bitte schön, hier ist eine Kleinigkeit. Mannheims Verteidiger Bobby Raymond kommt einen Tick zu spät und da war es passiert. 0:2, 24. Minute, Christoph Höhenleitner, der Torschütze. Der Vorrundenzweite aus München ist im Viertelfinale genau so ausgeschieden. München sorgte für die Musik und Wolfsburg machte das, was zählt, die Tore. Und so ging es auch in diesem Halbfinalduell weiter. 60 Sekunden nach dem 0:2 die Möglichkeit für Mannheim. Danny Richmond mit diesem Schuss. Wolfsburg machte die Tür zu. Oder besser gesagt, Felix Brückmann. Der Ex-Mannheimer fuhr die Krallen des Bären aus. Die Niedersachsen spielten das Ganze humorlos, ohne viel Emotionen. Und sie verkörperten lange in diesem Match die pure Effizienz. In der 27. Minute wurde ihnen das nächste Tor wie ein Weihnachtsgeschenk von den Adlern überreicht. Norman Milli bedankte sich und freute sich über diese tolle Gabe in den Farben Blau-Weiß-Rot. Das hatte schon einen Hauch von Slapstick. Aber es war aus Mannheimer Sicht nicht wirklich zum Lachen. Nach 31 Minuten dann Hoffnung für die Gastgeber, weil Tyler Haskins auf die Strafbank musste. Es folgte das zweite Powerplay für die Adler, eine Disziplin, in der sie in dieser Saison furchtbar wenig zustande brachten. Jetzt
als es bitter notwendig war, machten sie es allerdings besser. Matthias Plachter mit dem 1:3. Zeit zum Feiern blieb wenig, denn die Gäste hatten Frust ob des Einschlags, wobei das eben auch zur Wolfsburger Taktik gehört. Hier ein bisschen provozieren, dort das Spiel unterbrechen mit irgendwelchen Mätzchen, alles nur, um den Gegner vom eigentlichen Spiel abzulenken. Die Anerkennung des Treffers von Matthias Plachter gab es mal wieder erst nach einem minutenlangen Ansehen der Bilder. Videobeweis genannt. Auch so eine Unsitte der letzten Jahre. Gefühlt jedes zweite Tor wird begutachtet. Eigentlich könnten sie auch gleich einen Extra-Schiri nur vor den Klotzkasten setzen. Letztendlich gaben die Schiedsrichter den Treffer und das war völlig korrekt. Mannheim nach 31 Minuten endlich auf dem Scoreboard. Und die Adler blieben am Drücker. 35. Minute. Kai Hospelt machte sich auf Richtung Wolfsburger Gehäuse. Brückmann mit gutem Reflex, Nachschuss Jochen Hecht. Es blieb beim 1:3. Allerdings, es gab jetzt zunehmend mehr Raum für Mannheimer Angriffe. Wie gewonnen, so zerronnen. Dieses Sätzchen passt wunderbar für das, was sich in der 37. Minute abspielte. Die Grizzly-Bären kamen da nämlich nach langer Zeit mal wieder zu einer Offensivaktion und wieder waren sie erfolgreich. Weil sie auch beim vierten Tor tatkräftige Unterstützung der Gastgeber bekamen. Jeff Ward muss sich vorgekommen sein wie in einem hundsmiserablen Film. Sein Team rannte und kämpfte und kassierte dann so billige Dinger. Unglaublich, dieses 1:4. 8 Schüsse bekam Dennis Endras im zweiten Drittel auf sein Tor, 3 waren drin. Auf der anderen Seite flogen 20 Pucks auf Felix Brückmann und nur 2 gingen rein. Einer davon in der 39. Minute zum 2:4. Ganz knifflige Situation, denn eigentlich hatte Lars Brüggemann gerade abgepfiffen. Er gab diesen Treffer dennoch und die Adler waren wieder dran. Im Anschluss gab es zwar die mittlerweile altbekannte Märchenstunde, am Resultat änderte das nichts. Torschütze war Glenn Metropolit nach dem Schuss von Kapitän Markus Kick. Fünf Tore also in diesem zweiten Drittel und es hätte noch eins fallen können. Und zwar 9 Sekunden vor der Sirene. Es war ein verrückter mittlerer Abschnitt, aber wie erwähnt, ganz ohne Drama und Hektik geht es nicht in den Playoffs. Wer das nicht mag, für den empfehle ich die Schach-Bundesliga. Dieses Drittel endete jedenfalls mit einem Austausch von Zärtlichkeiten. Hauen wollten sich dabei einige, aber die trugen ausschließlich das blaue Trikot. Allen voran Brandon Yip mit der 59. 2:4 hieß es nach dramatischen 40 Minuten. Es folgten weitere 34 bis Schluss war.